Moin moin und schöne Grüße aus Fehmarn von der Ostsee. Ich bin hier die nächsten Tage in Urlaub und habe natürlich meine Kamera dabei, denn hier gibt's sehr viele Windräder zum Fotografieren und Filmen. Insgesamt gibt's hier 5 größere Windparks mit circa 100 Anlagen. Mitte der 2000er hat hier ein gigantisches Repowering stattgefunden, wo über 150 Altanlagen gegen ca. 100 Neuanlagen ersetzt wurden. Und dabei kam ausschließlich die E70 zum Einsatz. Also für Enercon-Fans bzw. E70-Fans, das ist hier ein echtes Paradies. Weil hier stehen so viele E70 rum, die habe ich echt noch nicht auf einem Haufen gesehen. Jo, ich stehe hier gerade im Windpark Presen. Der liegt direkt neben der Hauptverkehrsachse hier, Richtung Puttgarden, wo es zur Fähre nach Dänemark geht. Hier stehen insgesamt 17 Anlagen, alles E70. Was ich gelesen habe, diese 4 Anlagen müssen leider in den nächsten Jahren weichen. Für den Fehmarnbelt-Tunnel. Das ist ein Tunnel, der die Ostsee unterqueren soll und somit Deutschland von Fehmarn aus und Dänemark verbindet. Und im Zuge dessen müssen die Anlagen hier leider weichen, weil die Autobahn verbreitert wird und auch Gleise verlegt werden. Das heißt, die Anlagen müssen leider weg. Es geschieht so jetzt so sukzessive die nächsten Jahre. Ich glaube, Baubeginn für den Tunnel war jetzt dieses Jahr. Und fertig sein soll 2028, aber die Anlagen sollen jetzt alle so nacheinander verschwinden. Ich weiß nicht, ob sie an anderer Stelle aufgebaut werden. Ja, Wetter ist heute sehr schön. Es ist echt schon warm. Ich bin jetzt ziemlich früh unterwegs, jetzt gerade mal 8:30 oder so. Aber die Sonne ballert schon ganz schön. Wind geht auch sehr gut. Die Anlagen laufen alle. Ja, was ich noch gelesen habe, die Anlagen durften eine Anlagenhöhe von 100 Metern nicht überschreiten. Also 64 Meter Nabenhöhe. Und dann mit 70 Meter Rotor kommt man auf die 100 Meter. Alle 2,3 Megawatt. Hier hinten ist dann schon der nächste Windpark. Das ist der Windpark Klingenberg. Hier stehen auch nochmal 12 E70. Und der liegt dann direkt am Meer. Der liegt so oberhalb von der Küste. Und da hinten geht's dann eine Klippe runter und dann ist man direkt am Meer. Das finde ich schon echt richtig geil, mal so richtig große zusammenhängende Windparks hier zu sehen. Das gibt's halt einfach im Schwarzwald nicht. Da ist nicht genug Platz. Da werden mal hier 2 Anlagen, da 3 Anlagen gebaut, aber so groß zusammen die Windparks. Das ist schon geil hier im Norden. Und dann auch alle auf so coolem kleinen Turm. Im Binnenland haben sie ja alle eher eine höhere Nabenhöhe, aber das braucht man hier in der Küste nicht. Hier geht ja immer Wind. Finde ich auch geil, wenn sie alle so in einer Reihe stehen. Schon ein geiles Bild. Jo, ich bin die nächsten Tage größtenteils mit dem Rad unterwegs und werde hier auf der Insel ein paar Windparks abklappern. Da wird es sehr viele E70 zu sehen geben. Genau, dann war es das erstmal hier aus dem Windpark Presen. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Windpark hier auf der Insel wieder. So, ich habe hier noch eine kleine süße Anlage auf dem Acker entdeckt. Die ist wahrscheinlich in Privatbesitz, steht hier in der Nähe von dem Bauernhof. Keine Ahnung, ob es ein namhafter Hersteller ist, denke ich mal jetzt nicht.
Leli Aircon 30 steht oben drauf. 30 kW schätze ich mal. Geil, so eine würde ich mir auch in den Garten stellen, wenn ich einen hätte. Was hat die vielleicht? 5, 6 Meter Rotordurchmesser. Der Turm ist vielleicht 10, 15 Meter hoch. Geil. Hinten dran sieht man nochmal den Windpark Dresen. Beim Fährterminal Richtung Dänemark. Hinten dann der Windpark Klingenberg, direkt an der Küste. Und hier hinten sieht man nochmal den Windpark Fehmarn Mitte, der größte Windpark der Insel. Das ist schon geil, so viele E70 an einem Ort. Geile Anlage, ey. Muss ich mir mal merken, wenn ich mal irgendwie einen Bauernhof haben sollte oder ein größeres Grundstück, dann kaufe ich mir auch so eine. Geiles Teil. Erinnert mich vom Design her so ein bisschen an die neue EP5, beziehungsweise die alten Lachaway-Anlagen. Cool. So, hier habe ich nochmal eine nette Infotafel gefunden. Windpark Ostfehmarn. Aha. Dazu gehört der Windpark Dresen und Klingenberg. Windpark Ostfehmarn produzieren 28 Anlagen, 146 Millionen Kilowatt sauberen Strom und versorgen damit 41.600 Haushalte in Schleswig-Holstein. Krass. Hier unten ist dann nochmal aufgeführt, wie viel Treibhausgase eingespart werden. Cool. So, ich bin jetzt hier mit Park Klingenberg, direkt an der Ostküste Fehmarns. Hier stehen 11 E70. Hier hinten braut sich schon wieder das nächste Gewitter zusammen. Hier im Hintergrund der Windpark Dresen. Richtung Puttgarden ist es dann. Hier hinten ist irgendwo dann Puttgarden, wo die Fähre nach Dänemark abfährt. Ah, da hinten sieht man auch die Fähre. Da ist sie. Das sind sogar beide, die kommt und die fährt. Ich stehe hier auch gerade unter einer E70. Heute drehen sie sich sehr gemächlich, die Anlagen. Ist nicht so krass stürmisch wie gestern. Und hier ist dann direkt die Ostsee. Der Windpark steht direkt oberhalb von der Klippe. Und hier, wenn man jetzt hier hinten runter geht, die Klippe, ist man direkt am Strand. Aber was ich am allerbrutalsten finde, was ich euch noch zeigen wollte, hier hinten stehen brutal viele Offshore-Anlagen. Das ist echt ein gigantischer Windpark. Oder sogar mehrere. Schaut euch das mal an. Das hört gar nicht mehr auf. Also mit Offshore-Windparks kenne ich mich überhaupt nicht aus. Weder in Nord- noch Ostsee. Vielleicht haben einige da mehr Ahnung von euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, jemand weiß, welche Windparks es sind, weil das ist echt der Wahnsinn. So viele Anlagen auf einem Fleck. Das ist echt der Hammer. Hier sind welche mit roten Spitzen.
Also für mich sieht das aus wie Siemens-Anlagen. Kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Was sind das? 2,3 Megawatt. Ahnung, 93 Meter Ruderdurchmesser. Also wie gesagt, Offshore kenne ich mich nicht aus. Hier sieht man es nochmal schön. Das sind auf jeden Fall Siemens-Anlagen, die habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber was das für Anlagen sind und was für ein Offshore-Windpark, keine Ahnung. Ja cool, schreibt mal in die Kommentare rein. Würde mich über Feedback freuen.